Eins, zwei, drei. Dankeschön. Ich bin mir zwar bewusst, dass es heute nur der Spatenstich ist, aber letztendlich ist es für uns schon ein besonderes Ereignis, ob der Entwicklung zu diesem geplanten Besucherzentrum. Ich freue mich, dass Sie den Einladungen gefolgt sind. Der Landtagsabgeordnete Armin Schwarz ist unterwegs. Ich hoffe, er wird noch rechtzeitig zu uns stoßen. Ich freue mich auch, dass der erste Kreisbeigeordnete Karl Friedrich Frese es geschafft hat, ob der Termine, auch Anschlusstermine. Schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich natürlich auch, Klaus Günther, Geschäftsführer von der Edersee Marketing GmbH, wie sie jetzt neuerdings heißt, der ja hier auch ein Stück weit den Betrieb darstellen wird, zentraler Person auch ist für den Betrieb. Ich freue mich natürlich auch über Herrn Ingenieur Hesse als Planer dieses Besucherzentrums, Firma Fisseler, Herr Pilchert und Herr Trachte, dass Sie auch hier dabei sind. Jetzt muss ich mal in die Runde gucken. Herr Schade natürlich und Presse, Dampfradio, auch gut, dass Sie da sind und berichten. Mit dem heutigen symbolischen Spatenstich für den Neubau des Besucherzentrums Edersee ziehen wir gewissermaßen einen Schlussstrich unter die jahrelang andauernde Diskussion um einen, ja, in einem schwierigen politischen Meinungsbildungsprozess in unserer Gemeinde. Der eine oder andere weiß es, dass das weit über mein Dasein als Bürgermeister hinausgeht. 12 Jahre sind es mindestens vor, Gedanken gab es auch früher, aber ich hatte am Anfang meiner Zeit hier so mal gesagt, in Edertal finden sich Mehrheiten immer nur gegen etwas. Und das war eigentlich auch bei diesem Projekt so. Es gab ganz verschiedene Standorte und die wurden alle kritisch beäugt. Jeder hat seinen Vorschlag durchgesetzt sehen wollen. Letztendlich endete es daran, dass man trotz einer ausgesprochenen Förderung von damals rund 600.000 Euro es nicht fertig gebracht war, was ich dann auch mir dann zuschreiben muss in der Endphase des ersten angedachten Projekts, dass wir die Förderung nicht abrufen konnten, nicht ordnungsgemäß hätten den Bau beginnen können und haben dann so einen Strichpunkt gezogen, was natürlich auch für große Kritik sorgte. Ich habe aber damals schon gesagt und war mir auch sicher, was sich auch bestätigt hat, dass wenn wir ein vernünftiges Konzept liefern und eine politische Einigung erfolgt, dass es an der Finanzierung und der Hilfe, insbesondere vom Land Hessen bei der Einwerbung der Fördermittel über Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsförderung und auch dem Landkreis nicht scheitern wird. Und das hat sich ja bewahrheitet. Für mich war auch klar, dass ein reiner Zweckbau an dieser Stelle nicht angemessen gewesen wäre, ohne jetzt der Sperrmauer allzu sehr Konkurrenz zu machen. Da sind wir ja sowieso chancenlos. Es liegen viele Monate der Vorarbeit hinter uns. Und da möchte ich allen jetzt schon mal an dieser Stelle Dank sagen. Das ist natürlich erstmal auch der Landkreis gewesen, der uns hier bei der Erteilung der Baugenehmigung wirklich ganz stark unterstützt hat, in Turbo-Geschwindigkeit kann man sagen, uns signalisiert hat, die Baugenehmigung kann erteilt werden. Und das war dann auch Voraussetzung für die Förderung. Die Förderung wieder war Voraussetzung, dass wir überhaupt den Beschluss hinbekommen haben, dass wir das Projekt so durchziehen können. Der Jens Schulze vom Gemeindevorstand ist da, der hat das ja mitverfolgt. Es war also eins an das andere gebunden. Es hat geklappt. Ich darf aber auch Dank sagen an Herrn Hesse schon mal in diesem Vorfeld. Er hat im Rahmen einer Machbarkeitsstudie hier eigentlich gute Überzeugungsarbeit geleistet. Wir hatten ja eigentlich an dieser Stelle zuletzt vorgesehen, das Haus Alexander, so heißt es da drüben, was jetzt im Begriff ist, mal in Wert gesetzt zu werden. Da war eigentlich unsere Option, ob des Standpunkts und der vielen Flächen, die wir teilweise hätten verfügbar machen können, dass wir das in Obhut nehmen. Das war auch so in diese Richtung angedacht, aber es hat sich dann final nicht realisieren lassen. Da war ich sehr froh, dass der Hesse den Impuls gegeben hat und gesagt, gehen wir an die Sperrmauer, gehen wir so nah ran wie möglich und hat ein Konzept geliefert im Rahmen einer Vorstudie, einer Machbarkeitsstudie. Das hat in den politischen Gremien einhellig Zustimmung bekommen, auch mit dem markanten Turm. Das gibt natürlich immer auch Diskussionsstoff, ist klar. Aber ich glaube, das gehört zu so einem Bau dazu. Und ich freue mich, dass wir
ja auch bei der Denkmalpflege letztendlich mit Kompromissen Gnade finden konnten. Und da möchte ich auch noch mal loben, der Karl Friedrich Fresenitz mit den Herrn Schumann von der unteren Denkmalschutzbehörde lobend erwähnen, der hier in einem Gespräch mit Herrn Dr. Buchstab doch mal eindringlich für dieses Projekt und auch diese Gestaltung Werbung gemacht hat und der Dr. Buchstab sich hat umstimmen lassen, was ja nicht unbedingt immer so der Fall ist. Man muss natürlich Kompromisse eingehen. Vielleicht wird der Hesse noch mal was dazu sagen können. Ja, wir haben hier so ein bisschen was Neues vor. Natürlich geht es darum, unsere Gäste zu empfangen, zu informieren, was hat die Region zu bieten und auch zu informieren, welche Übernachtungsmöglichkeiten bestehen. Das gibt natürlich der neu gegründeten Marketing GmbH, die wir in Form von Geschäftsführer Klaus Günfer natürlich hier erreichbar sind mit dem Counter. Das muss natürlich ansprechend sein und in dieser Lage ist es sowieso, dass die Besucher von alleine kommen. Das wissen wir auch, haben jetzt auch wieder erlebt durch den Wasserüberlauf, den ersten übrigens nennenswerten Wasserüberlauf mit beleuchteter Mauer. Wer es noch nicht gesehen hat, muss ich es mal antun. Das wird sicherlich auch hier dann durch diesen Bau noch zusätzlich Interesse finden. Wir wollten aber mehr als nur einen Anlaufpunkt sein für Gäste, die Übernachtungen suchen, Anregungen suchen für, sag ich mal, Dinge, die zu besichtigen sind. Wir wollten das Besucherzentrum auch wirklich nutzen, um selber mit neuer Technik, sogenannten, wie ich habe da klein als mehr aufgeschrieben, Projektionsmapping, Produktion, hier die Geschichte des Edersees von der Planung, wie es vorher war, mit dem Bau der Mauer, mit der Inbetriebnahme, mit der Entwicklung auch des touristischen Treibens hier vor Ort, wie sich das entwickelt hat. Natürlich wird auch die Bombardierung der Mauer eine Rolle spielen. Die ist natürlich untrennbar verbunden mit der Geschichte. Und das wollen wir hier mit einer animierten 3D-Bilder- und Filmsequenzen mittels Hochleistungsprojektoren optisch als auch akustisch mit speziellen Vorführung in Szene setzen. Die Leute sollen also schon begeistert werden. Dinge ist groß, das weiß ich aus anderen Orten, wo ich selber solche Angebote wahrnehme. Insofern begrüße ich das. Ja, ich habe schon mal mit der Danksagung angefangen. Man darf natürlich nicht vergessen, ich habe von 350.000 Euro zugesagt bekommen. Wir verbauen jetzt brutto gesagt 1,9 Millionen Euro. Also das ist schon ein großes Fund und das wurde natürlich auch kritisch gesehen, aber wir halten die Förderung dagegen. 1,6 Millionen sind es schon vom Land Hessen. Der Landkreis legt uns noch 160.000 Euro dazu. Also unsere Belastung beträgt roundabout, wenn es bei den Baukosten so bleibt, und da bin ich zum jetzigen Stand durchaus optimistisch, bei 300.000 Euro mit einem viel größeren, interessanteren Objekt. Da bin ich. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie auch mich eingeladen haben zum Spatenstich und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute hier stehen können bei diesem schönen Wetter. Auch ich möchte mich ganz herzlich für die zurückliegende Zeit der guten und engen Zusammenarbeit bedanken und freue mich, dass wir jetzt endlich nach fast 3 Jahren Planungs- und Denkzeit ans Bauen kommen. Ich habe ein Modell mitgebracht im Maßstab 1:25 und würde Sie mal ganz kurz da durchleiten und Ihnen kurz sagen, was die Idee und das Konzept dahinter ist. Also wir haben als Hauptidee fiktiv oder metaphorisch könnte man sagen, einen Querschnitt durch die Mauer genommen. Wir nehmen also quasi sinngemäß ein Stück Mauer heraus und setzen das als Hauptelement in den Baukörper hinein. Das ist ja das, worum es hier geht. Und dieses archaische, atmosphärische Raumerlebnis wollen wir zugänglich machen. Die Mauer an sich ist ja nicht zugänglich. Das heißt also, man kommt, ich habe das Modell gerade etwas gedreht, aber damit können Sie besser reinschauen. Man kommt also über diesen Platz, der gestaltet wird, wo sich auch Sitzgelegenheit ergeben, in dieses quasi metaphorische Mauerstück hinein, hat da das Raumerlebnis mit einem recht schönen und dramatischen Lichteinfall von oben und geht dann eigentlich auf direktem Wege über diese Brücke auf die Informationstheke hinzu und kann sich dort informieren über die Region, über den Tourismus, über die Gastronomie und die Übernachtungsmöglichkeiten. Zudem gibt es noch etwas Infrastruktur, also sprich ein Backoffice und Toiletten und so weiter auf dieser Ebene. Und dann komme ich jetzt zur nächsten Hauptattraktion. Der Herr Gier hat es schon gesagt, man geht
über diese Treppe in diesen Ausstellungsraum, wo von dem Büro Urban Screen die Geschichte, die lebendige Geschichte des Edersees, der Sperrmauer und der Region dargestellt wird. Da freue ich mich schon wirklich drauf, weil die wirklich sehr, sehr schöne und gute Arbeit machen. Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass natürlich auch die öffentliche Infrastruktur wieder untergebracht wird. Und zwar wird man hier von der Rückseite quasi unabhängig vom Betrieb des Gebäudes die Möglichkeit haben, Toiletten und andere Infrastrukturen benutzen zu können. Ja. Herr Karl Frese, Herr Dr. Bieder, Hesse, meine Herren, den will ich selbstverständlich genauso herzlich gerne mit Namen. Es ist ein schöner Tag, es ist ein guter Tag und das Wetter passt genau zu diesem Spatenstich. Lieber Klaus Gier, ich erinnere mich an viele Gespräche, die wir geführt haben, genau zu diesem Projekt. Über ein Jahrzehnt in Gedanken. Viele Herausforderungen, viele unterschiedliche Facetten, die da noch diskutiert wurden. Sowohl Standort als auch das Gesamtvolumen. Und die große Kunst von Politik ist ja immer, dass man überzeugt, dass man die Leute mitnimmt. Und ich darf an dieser Stelle festhalten, das hat geklappt. Und das ist zum Schluss Argumentation und natürlich Überzeugungsarbeit und auch eine Frage von Führung und Vernetzung. Die Zahlen sind eben gerade mal genannt worden. Das ist alles sehr imposant. 1,9 Millionen, die hier investiert werden. Das Land hat gerne für so wesentliche Infrastruktur, für touristische Infrastruktur, dieses Geld in die Hand genommen. Der Haushaltsgesetzgeber, das ist wichtig. Ich sage das ganz pointiert, dass wir im ländlichen Raum so ein Kleinod, und das ist ja nur ein historischer Boden, an dem wir uns befinden, auch unterstützen. Klaus Gier hat es eben gerade erwähnt, es ist nicht nur die touristische Facette, sondern es ist eine historische Dimension. 1914 Bau der Staumauer. Ich erinnere mich noch gut an die 100-Jahr-Feier hier vor Ort. Das ist ja noch nicht so lange her. Aber es geht natürlich weiter. Und wenn wir schönes Wetter haben, wenn wir viele Besucher haben und vor allen Dingen auch so viel Wasser im See wie heute, passt alles besonders gut zusammen. Und das ist in der Tat ein großer Leuchtturm und Werbeträger, dann nicht nur für den Edersee, die Staumauer, sondern für die gesamte Region. Liebe Armin, meine sehr verehrten Herren, ich bin heute Mittag gerne hier zu diesem wichtigen und vielleicht auch schon historischen Termin gekommen an die Sperrmauer, weil wirklich ein zentrales Projekt der Entwicklung der Ederseeregion hier umgesetzt wird. Lieber Klaus, wir haben das all die Jahre verfolgt, wie schwierig es auch war, den Entscheidungsprozess in den gemeindlichen Gremien herbeizuführen. Mein Glück und mein Dank und meine Anerkennung an die mutigen Damen und Herren deiner kommunalen Vertretungskörperschaften, die mit dir an der Spitze dann diese wichtige Entscheidung getroffen haben. Und ich glaube, dass dieser Standort gewählt wurde, das ist nochmal ein ganz besonderes Herausstellungsmerkmal. Ich halte das für ausgesprochen gut. Und ich denke, in Zeiten wie diesen sollten wir auch durchaus, das bleibt mir die Frage stellen, solche Termine wie einen Spatenstich an so einem Projekt auch bewusst mal machen und das der Öffentlichkeit näher bringen. Denn wir sind halt, wir leben halt in den Zeiten, in denen wir halt leben. Ich brauche nicht zu sagen, warum, aber Corona wird eines Tages auch vorbei sein. Und eines Tages gibt es auch die Post-Corona-Zeit und die Post-Corona-Welt. Und eins ist aus meiner Sicht jetzt schon erkennbar, es wird eine Rückbesinnung der Menschen, sowohl der Einheimischen als auch unserer Gäste, die wir ja möglichst zahlreich hier begrüßen wollen, geben, auf die Heimat, auf die Scholle und auf das Leben in der örtlichen Gemeinschaft. Und davon wollen wir als Landkreis Waldeck-Frankenberg natürlich auch profitieren, indem wir das Leben in Waldeck-Frankenberg touristisch attraktiv machen, aber auch attraktiv machen für die Menschen, die hier leben. Und ich glaube, dieser Mainstreet-Gedanke, das zurück aufs Land, den man ja hier und da in den Zentren auch schon erkennen kann, durchaus auch aus anderen Gründen, der wird hier aufgefangen. Und insofern ist das richtige Projekt in der richtigen Zeit, die Edersee-Region massiv infrastrukturell zu stärken und damit wirklich, Armin, du hast es gesagt, einen Leuchtturm zu setzen für den Edersee, das touristische Highlight mitten im Waldeck-Frankenberg. Spontan noch ein paar Worte von mir. Also es ist natürlich aus touristischer Sicht ein ganz wichtiges Projekt für die gesamte Region.
Ich bin jetzt seit 10 Jahren hier am Edersee und vom ersten Tag an wurde diskutiert, wie wir hier eine Lösung schaffen können. Und deswegen auch nochmal mein besonderer Dank an alle, die das unterstützt haben, egal auf welcher Ebene, dass man endlich eine Entscheidung getroffen hat und jetzt auch schon so weit ist, dass man mit diesem Bau beginnen kann. Wir sprechen immer von Tourismus, wir sprechen aber auch mal von den Bürgerinnen und Bürgern. Ich denke, es geht einfach darum, Lebensraum zu gestalten. Und da ist es auch wichtig, eine entsprechende Infrastruktur vorzuhalten, nicht nur für die Gäste, sondern auch insbesondere für die Menschen, die hier leben. Und da ist das auch ein wichtiges Projekt. Und deswegen bedanke ich mich. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Jetzt geht es darum, noch das Betriebskonzept auszufeilen und auszuarbeiten. Aber Uli, ich bin da ganz sicher, wir zwei sind da ständig in Kontakt, dass wir da gute Ergebnisse bekommen und dass das, was jetzt über die Planung und über die Baufirmen umgesetzt wird, dann auch in Wert gesetzt werden kann. Vielen Dank. Das Beste, was Waldeck-Frankenberg zu bieten hat. Das Beste, was Waldeck-Frankenberg zu bieten hat. Eder Dampfradio. Eder Dampfradio.